warten auf gutes Flugwetter. Die Piloten in Bereitschaft vertreiben sich die Wartezeit. Die Harrier können zwar auch bei schlechtem Wetter starten, auch nachts, aber im Manöver hat Sicherheit Vorrang. Die relative Ruhe gibt Wing Commander Tony McKeon, dem Kommandanten, Gelegenheit zu einigen Auskünften. Please could you explain me what happens here? Ich frage ihn danach, was hier in der Nähe von Warendorf passiert. Wir von der 4. Staffel haben einen kompletten Feldflugplatz eingerichtet, sagt Tony McKeon, mit allem, was dazugehört. Hier sind 6 Maschinen und 200 Mann. Für Bodenverteidigung ist gesorgt, es gibt alle nötigen Fernmelde- und Kommunikationsmöglichkeiten. Ebenso gibt es natürlich einen Kommandostand. Und auf die Frage, in welcher Zeit das Ganze abgebaut bzw. verlegt werden kann, sagt der Wing Commander, dieses sei in 6 Stunden möglich. Die L-793 ist im Rahmen des Manövers für die Starts der Harrier auf eine kurze Distanz gesperrt. Die Senkrechtstarter locken natürlich Schaulistige an, die an diesem Tag viel Geduld aufbringen müssen, denn bis Mittag hat sich noch nichts getan. Die Friedensbewegung aus Wolbeck nutzt die Gelegenheit, gegen das zu demonstrieren, was ein hoher NATO-Offizier einmal als den Klang des Friedens bezeichnet hat, also gegen Fluglärm bzw. gegen Militär und NATO ganz allgemein. Inzwischen tauchen die Soldaten aus ihren Zelten auf. Es heißt Essen fassen. Manöverbeobachter aus Belgien speisen im Gästezelt. Die Engländer halten auch im Felde auf Etikette. Dann aber ist es soweit. Der erste Harrier ist startklar. Der Harrier ist in der Lage, wie ein Hubschrauber senkrecht zu starten und zu landen. Er kann aber auch auf relativ schmalen Straßen starten. In 40 Sekunden erreicht er eine Höhe von 3000 Metern und fliegt über Schallgeschwindigkeit. Sein Aktionsradius liegt bei knapp 750 Kilometern. Der Jet kann im Flug aufgetankt werden. Und da ihm eine Waldlichtung genügt, um zu operieren, kann er im Ernstfall dicht an das Kriegsgeschehen herangebracht werden. Diese Harrier hier haben die Aufgabe, die Bodentruppen der Briten und Belgier im Manöver Lionheart zu unterstützen. England fliegt als einziges NATO-Mitglied einen Senkrechtstarter. Die Briten blieben stur bei diesem Flugzeugtyp, der angeblich dem NATO-Luftverteidigungskonzept nicht entsprach. Erst der Falklandkrieg 1982, in dem Harrier eine entscheidende Rolle spielten, hat den Ruf der Maschine aufgewertet.